Zwei Punkte vor dem Ende, Benzig findet im letzten Moment seinen zusätzlichen Marsch. Sie sucht immer noch nach ihrer Form in den Vereinigten Staaten, aber ihr Kampfgeist ist richtig. Simon Graf aus New York. Eine Sache, um den Nerv zu schreiben, Belinda Benzig kämpfte lange und gewann dann. David Lobel. Belinda Benzig und New York, das entspricht. Hier spielte sie im Viertelfinale in ihrem vierten Grand Slam Turnier in ihrem vierten Grand Slam Turnier im Jahr 2014. Und hier war sie 2019 die beste Spielerin im Halbfinale gegen die zukünftige Gewinnerin Bianca Andreescu. Die Chancen, ihren Traum von einem großen Titel zu verwirklichen, sind wahrscheinlich das Beste an den US Open. Aber das Turnier endete in diesem Jahr fast mit einer bitteren Enttäuschung für sie. Benzig war Turn 2 gegen rumänische Zorana Zirtea 3, 6, 3, 5, nur zwei getrennte Punkte vom Ende. Aber sie fand ihr Spiel mit ihrer Rückkehr an die Wand und gewann 3, 6, 7, 5, 6, 2. Zirtea gewann die ersten beiden Duelle gegen Benzig, kürzlich in Cincinnati. Und mit ihrem mächtigen Basic-Line-Spiel ließ sie sich die Schweizer Frau lange nicht entwickeln. Erst als der Sieg für Zirtea zur Hand war, rutschten einige Fehler mit ihr. Das Lob von Günthard. Heinz Günthard, für Schweizer Tennis in frischenden Wiesen, erfreut über das Spiel, Belinda schafft es, immer wieder zusätzliche Ausrüstung zu nehmen, wenn er empfindlich wird. Dann macht sie plötzlich keine Fehler mehr. Nach diesem Lob musste sie lächeln. Heinz hat recht. Es ist auch gut, dass ich diese zusätzliche Ausrüstung immer habe. Ich weiß, dass ich in solch kritischen Zeiten stark bin. Und das gibt mir Vertrauen. Aber manchmal möchte ich, dass ich diese zusätzliche Ausrüstung brauche. Die ersten beiden Runden waren in der Tat beide nervös für Benzig. Bereits gegen deutsche Andrea Petkovic musste sie drei Sätze reisen. Lange Zeit konnte sie ihre Chancen gegen Zirtea nicht nutzen. Insgesamt verpasste sie 13 von 18 Bällen, und als sie in der ersten Runde gegen den Verlust des Sets eröffnete, beendete sie es mit einem doppelten Fehler. Ich konnte meinen Weg im ersten und zweiten Satz nicht finden, summte sie zusammen. Und Zirtea hatte auch eine sehr gute Länge in seinen Schlägen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Spiel nicht anwenden konnte. Ich konnte nicht wirklich zum Ball gehen und handeln.